schlecht im Spiel, kriegen unnötiges Freistoßtor, dadurch fällt halt das 1-0, was in meiner Sicht auch kein Foul war, aber naja, ist halt so. Spielen halt wirklich eine schlechte erste Halbzeit, kommen dann raus, haben ein bisschen mehr Ballbesitz, läuft auch ein bisschen besser, würde ich sagen, aber auch jetzt kein gutes Spiel von uns. Und das hätte ich halt dann im Endeffekt belohnt mit den zwei Treffern, der 91. und 94. ist halt dann auch eigentlich, glaube ich, das Glück, was uns die letzten Wochen gefehlt hat, dass wir dann dort bekommen haben wieder, dass dann hier so ein 2-1 Auswärtssieg holst, ist, glaube ich, auch brutal wichtig, auch für die Tabelle, weil sonst bleibst du einfach nicht oben dran. Und ich denke, jetzt ist auf jeden Fall Schwung da für die nächsten Wochen und jetzt müssen wir weiter daran arbeiten und weiter punkten. Schon, wir haben das, nach dem 1-0 sind wir die ganze Zeit angerannt. Wir haben nie aufgegeben. Der nächste hat Deutschland. Auch manchmal ein bisschen Glück, denke ich noch, wenn Düren das ein bisschen besser ausspielt, dass sie da vielleicht das zweite machen können. Aber ja, die Mannschaft glaubt dran. Wir sind da und wir kämpfen bis zur letzten Minute. Und dass man dann das Spiel noch gewinnen kann, hat man ja gesehen. Das erste Wort gilt natürlich unserem Gästetrainer Christian Britschow. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg erstmal auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Die Glückwünsche nehmen wir gerne entgegen. Wir wissen genau, wie ihr euch fühlt, Carsten. Wir haben diese Situation dieses Jahr x-mal durchlebt, dass ihr nach so einem Spiel ohne Punkt nach Hause geht. Geht normalerweise gar nicht. Sowas bringt manchmal nur der Fußball mit sich. Heute war mal ein Tag, wo es dann für uns nachher positiv lief. Wir hätten schon mit dem Unentschieden eigentlich gut leben können, weil die erste Halbzeit geht klar an euch, zweite Halbzeit war dann offen, wenn man dann aber sieht, dass wir einen Elfmeter gegen uns bekommen und ja, der Torhüter den hält, wenn der drin ist, ist die Messe wahrscheinlich gelesen, ist er nicht, dann hält er richtig, richtig gut, von daher bleiben wir im Spiel und dass wir Comeback-Qualitäten haben, haben wir das ganze Jahr über gezeigt, heute auch wieder und das ist das, worauf ich heute stolz bin und zwar viel, viel stolzer auf über irgendetwas Spielerisches oder was auch immer. Nicht heute, aber in den letzten Wochen haben sich die Jungs so einen Brustlöser ernsthaft mal verdient. Für euch tut es mir leid, dass ihr dann diejenigen seid, denen es passiert. Für uns freue ich mich total. Alles Gute in der Zukunft. Vielen Dank für die fairen Worte vom Gästetrainer. Applaus ist das gerne wert. Ich darf das Mikrofon weiterreichen bei unserem Coach Carsten Wissing. Ja, Comeback-Qualitäten hast du gesagt, normalerweise haben wir die auch immer in den letzten 15 Minuten, aber die sind uns wohl irgendwie heute ein bisschen abhanden gekommen, Carsten. Ja, guten Tag zusammen und Glückwunsch an Wattenscheid, die sich für eine riesen Moral natürlich belohnt haben. Ich glaube, dass wir eine wirklich gute erste Halbzeit spielen, auch verdient in Führung sind, auch mit einer verdienten Führung in die Halbzeit gehen. Zweite Halbzeit ist vom Spielgeschehen offener, aber auch da haben wir natürlich durch den Elfmeter, durch den Ball, der von der Linie geklärt wird, durch 3-4 Abschlüsse von der 16er Kante, durch den Kopfball von Yannick Schlösser, viele, viele Gelegenheiten, den Sack zuzumachen und machen das nicht. Und ja, ich glaube, dass Wattenscheid vorher zwar auf der Höhe war, aber wenige klare Torchancen hatte. Das war die eine, wo Marvin Steiger nach einem Fehler von uns dann auf der Linie rettet. Und ja, ist dann schwer zu begreifen, dass man sich dann in der Nachspielzeit noch zwei Tore fängt. Das darf im Leben nicht passieren. Trotzdem glaube ich, dass wir es heute mit der Leistung, die wir eigentlich gezeigt haben, nicht verdient haben, ohne Punkte nach Hause zu gehen. Aber wir verpassen es, den Sack zuzumachen. Und dann ist es am Ende brutal, was dabei rauskommt. Ja, treffende Analyse von unserem Coach Carsten Wissing. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer, sei es der Presse oder der Anwesenden hier? Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Dann sage ich herzlichen Dank für die Pressekonferenz. Wünsche natürlich der SG Wattenscheid 09 alles Gute im weiteren Saisonverlauf und eine gute Heimreise. Ich glaube, die wird dann etwas fröhlicher ausfallen und unser Team spielt nächste Woche in Wiedenbrück und kann sich die Punkte da zurückerkämpfen und das wünschen wir natürlich auch dann dem ersten FCD und unserer Mannschaft, dass wir da nochmal 3 Punkte gegen den Abstieg holen. Vielen Dank und Ihnen allen ein schönes Wochenende.